Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Ion. Ja, in der letzten Folge waren wir ja noch mal kurz in Sanctum, haben dort Verstärkung anfordern wollen für die Zitadelle von Verteron, aber da haben wir gesagt bekommen, dass das alles hier noch viel zu unsicher ist, dass wir erst noch ein paar weitere Nachforschungen anstellen sollen. Das werden wir auch bei Zeiten tun, weil da müssen wir in eine Art offene Instanz und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen werde, ob ich da eine Gruppe finde oder ob wir das erstmal nach hinten verschieben. Dann waren wir hier in Tolbas wieder gewesen, haben uns um Flitzfuß Tucker gekümmert. Das war einer der führenden Kobolde von der Dukaki-Siedlung. Und ich bin jetzt hier im Südwald angekommen und möchte hier gerne noch die Quests annehmen. Guten Tag. Ein Spezialomelett. Ich wollte gerade Amulett lesen. Hört mal zu, ich weiß durchaus, dass es keinen Grund gibt, warum ihr mir helfen solltet, aber ich werde trotzdem fragen. Es sind die Kragenechsen, wisst ihr? Bestimmt habt ihr sie schon bemerkt. Ja, da haben wir sogar noch eine Quest für. Aber sie waren noch nie so verbreitet. Einen Vorteil hat ihre Bevölkerungsexplosion allerdings. Es ist viel leichter geworden, an Kragenechseneier zu kommen. Wer sollte das wollen? Ich kenne tatsächlich jemanden, der Kragenechseneier sucht. Es ist Eradis. Ah, das ist der Dorfkoch von Tolbas, mit dem hatten wir auch schon einiges zu tun. Neulich habe ich auf dem Rückweg zum Dorf ein paar Kragenechseneier gefunden und sie mitgenommen. Als ich Eradis unterwegs begegnet bin, erzählte er mir, dass er genau solche Eier sucht. Und ehe ich mich versah, gab es ein neues Gericht bei ihm. Eradis Spezialomelett. Ihr vermutet richtig, das Omelett wird mit Kragenechseneiern zubereitet. Sie verkaufen sich sehr gut. Nemia musste gleich eines kaufen, also habe ich es auch mal probiert. Es war schon lecker, aber es hätte mir besser geschmeckt, wenn ich nicht um die Zutaten gewusst hätte. Ich verstehe. Eradis hat gehört, dass ich wieder in den Wald gehe und mich prompt gebeten, ihm noch ein paar Kragenechseneier mitzubringen. Er hat nun endlich ein Gericht, das sich gut verkauft. Es wäre schade, wenn die Leute es ihm nicht mehr abkaufen könnten, weil ihm die Zutaten dazu ausgegangen sind. Bisher habe ich immer abgelehnt, weil mir das Risiko zu groß war, aber zuletzt habe ich dann doch eingewilligt. Ich dachte, dass ich auf dem Weg in den Wald ein paar sammeln könnte, aber ich habe keine Eier gefunden. Eradis wartet sicherlich schon darauf. Könntet ihr ihm vielleicht helfen, Deva? Ja, gerne. Ich muss gestehen, dass ich erleichtert bin. Hab Dank, Deva. Ihr findet Kragenechseneier im Schatten der Bäume oder irgendwo sonst außer Reichweite verborgen. Außer Sichtweite. Die Kragenechsen geben sich alle Mühe, ihre Eier zu verstecken. Eradis sollte mit, oder sagen wir, 6 Eiern zufrieden sein. Wenn ihr sie gefunden habt, dann bringt sie zu ihm nach Tolbas. Das sollte ihm für einen Monat reichen, solange er nicht anfängt, seine eigenen Vorräte zu verspeisen. Das klingt nicht sehr schwierig. Es war mir ein Vergnügen. Auch. Wünscht ihr etwas von Was mir? Führt eine Deva an einen Ort wie diesen? Lostus, der Angeber. Ihr jagt auch? Ich bin auf der Suche nach Tox und Plumas, aber es ist schwerer, als ich dachte. Ich habe gehört, dass Abulos Freiwillige sucht, also habe ich mich gemeldet. Ich dachte, das würde bei den Damen Eindruck schinden. Ein großer, starker Jäger, was? Vielleicht habe ich das Ganze unterschätzt. Es sind wirklich starke Gegner, zumal sie auch noch Magie einsetzen. Wenn ich einfach so zurückkehre, werden mich alle verspotten. Könnt ihr mir vielleicht bei der Jagd helfen? Ihr sollt dafür natürlich belohnt werden. Bitte jagt Streifentox und Blattplumas und bringt mir Trophäen als Beweis. Okay. Was machen wir jetzt zuerst? Ach, da sind ja die Plumas schon. Dann würde ich sagen, fangen wir auch mit denen an. Und 4 Stück brauchen wir von denen und Tox 6 Stück. Okay. Die
Masse an Gegnern geht eigentlich noch von der Anzahl her. Ich glaube, das werde ich dann hier noch mit euch in dieser Folge machen. Wären das jetzt 20 oder so gewesen, hätte ich die Quest ohne euch gemacht, aber so ist es natürlich für mich auch einfacher. Weil die halten schon einiges aus, die sind ja nur Stufe 13, aber trotzdem. Ich glaube, hier oben in dem Bereich sind die Krakenechsen und die Eier dazu. Werde ich mal da hochgehen. Da hätten wir dann nämlich gleich zwei Quests fertig. Ah, da sind auch noch die Plumas. Okay, das sind gerade sehr viele Gegner. Da ist eine Krakenechsen-Mama mit Kind. Sieht ja niedlich aus. Krakenechsling, Krakenechsen-Mutter. Dem will ich ja eigentlich gar nichts tun. Ach, die brauche ich auch gar nicht, okay. Aber die beschützen wahrscheinlich hier oben die Eier. Wir brauchen doch noch... Ah, ich glaube, die sind weiter im Wald drin. Wir brauchen nämlich noch Großklauen-Kragenechsen. Ich glaube, die sind weiter im Südwald drin. Hier sind nur die normalen Echsen. Da hinten leuchtet's. Ich würde fast behaupten, das sind Eier da hinten. Werden wir gleich mal schauen. Oh, hier kann ich sammeln skillen. Sehr schön. Weil für einige Pflanzen und Hölzer und alles Mögliche bekomme ich keine Skillpunkte mehr. Aber mit diesem Betua-Holz scheint es zu gehen. Mal mache ich das ja ohne euch. Aber wenn das hier gerade so verführerisch liegt, werde ich das ausnahmsweise mal mitnehmen. So. Hier vorne sind wohl keine Eier, oder? Vielleicht da in dem Baum. Gehen wir erstmal darüber. Eine Seuchenstinkblume. Na, yummy. Noch da drüben auch. Wie viele Eier brauchen wir? Ich glaube, 6 Stück waren es, oder? Ich hatte mir die Quest jetzt nicht in die Leiste gemacht. Ah, da gibt es gleich mehrere. Wunderbar. 6 Stück sind es ja. Also jetzt noch 5. Mit etwas Glück brauchen wir dann nur hier das eine Nest. Wenn ich die hier alle einsammeln kann. Ah, geht aber nicht. Nee, die anderen 3 kann ich leider nicht einsammeln. 2 würden mir noch fehlen. Hier ist aber noch so ein Pluma. Den können wir noch mitmachen. Seht ihr noch ein Nest? Ich würde ja vermuten, dass da hinten in dem Baumstumpf noch Eier drin sind. Da sind halt einige Gegner vorne dran. Aber dann machen wir die einfach mit, was soll's. Passt schon. Ja, da vorne, das sieht mir ganz nach Nest aus. Ja, gestern wurden ja hier in Ion die Server zusammengelegt. Mein Server war ja davon auch betroffen. Ich habe ja auf Balder hier meinen Charakter gemacht. Und der zusammengelegte Server, ich glaube, der wurde noch Balder, Valhalla und Chromede wurde zusammengelegt. Und die neue Kombination aus diesen Servern heißt Loki. Finde ich sehr cool. Also gefällt mir der Name. Ich habe mir die anderen Namen auch durchgelesen. Ja, da sind wir, denke ich, ganz gut mit weggekommen. Aber ich meine, für euch und für mich eigentlich auch ändert sich ja dadurch nichts, außer dass der Server jetzt halt einen anderen Namen hat. Vielleicht wird stellenweise mehr los sein, aber ich muss sagen, davon habe ich bisher noch nichts bemerkt. Oh, Kragenechsen-Habitat entdeckt. Habitat. Sowas. Und hier kann ich auch 2 Quests abgeben. Dann mache ich das doch mal, wenn ich schon hier bin. Guten Tag. Ah, genau, das Gegengift. Vorsicht, Zauberin, ihr dürft mich nicht so erschrecken, wenn ich gerade eine Probe in der Hand habe. Das sind Isospora-Parasiten. Und ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, dass man die sicher nicht auf dem Körper haben möchte. Im Körper. Ich fange gar nicht erst mit den Symptomen an, sonst bekommt ihr heute keinen Bissen mehr runter.
okay. Ich bringe euch das hier von Kinesos. Oh, von Kinesos. Er schickt es wohl wegen des Vorfalls mit Lephios. Das ist also die Wunderkur, nicht wahr? Ist das nicht ziemlich viel? Vielleicht sollte ich die Hälfte davon in diese Fiole geben. So, jetzt kann man zwei Menschen damit beschützen. Ich weiß auch schon genau, wer die zweite Hälfte erhalten soll. Evaine, könntet ihr bitte diese Fiole für mich zu Rosaino bringen? Sie ist im Giftsumpf stationiert und wird es sicher eher gebrauchen als ich, trotz all der Oktasiden hier. Ich nehme das dann. Und eine Folgequest gibt's auch. Guten Tag. Wo in Ariels Namen sind die verflixten Dokumente? Giftsäcke sammeln heißt die Quest. Wir haben vielversprechende Fortschritte bei der Suche nach der Quelle der Vergiftung zu verzeichnen. Doch die Arbeit eines Wissenschaftlers ist nie getan. Es gibt noch viel zu tun. Bisher haben wir Gewebeproben von den hiesigen Kragenechsen und Worgs gesammelt. Aber wir müssen auch andere Spezies untersuchen. Sanctum hat nach einer ganz bestimmten Kreatur gefragt. Aha. Wir müssen eine Probe von einem Oktasiden nehmen. Es sind robuste Geschöpfe mit einem eigenen Giftsack. Ich möchte herausfinden, ob sie sich an das Gift des Gebietes angepasst und in ihr eigenes Gift integriert haben. Vielleicht stellt sich aber auch heraus, dass das Oktasidengift in irgendeiner Weise die Wirkung der Vergiftung neutralisiert. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir das Gift studieren und seine Schlüsselkomponenten synthetisieren. Ich verstehe. Auch wenn wir einige Fortschritte gemacht haben, sind da noch einige entscheidende Schritte, wenn wir die Probleme dieser Region lösen wollen. Meint ihr also, dass ihr uns helfen könnt? Ich brauche einen Oktasiden-Giftsack. Er sollte nicht schwer zu finden sein. Gut, gut. Exzellent. Bis ihr zurückkommt, bereite ich schon einmal die Analyse vor. Denkt daran, um die Hauptgruppen der Oktasiden zu finden, müsst ihr euch in Richtung Altar das Purpurdrachen aufmachen. Man findet sie am Wegesrand, auf dem Weg zum Altar, also passt auf euch auf. Treue und Waffen, Evaine. Ich bete für eure sichere Rückkehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Elios. Treue und Waffen. Gehabt euch wohl. Wünscht ihr etwas? Ah, willkommen im Wald, Deva. Habt ihr jemals eine solche Pracht gesehen? Solch herrliche Wunder? Der Gute ist ja ganz begeistert. Der Fehler des Trankmachers. Oh, hallo. Ihr kommt wohl gerade zufällig hier vorbei, was? Ich nutze gern die Gelegenheit, mit Menschen zu sprechen, um zu erfahren, was sie gerade so vorhaben. So sehr ich meine Arbeit auch liebe, erinnert mich jeder Gang ins Dorf, um Vorräte einzukaufen, daran, dass es eine Welt außerhalb des Waldes gibt. Das hier ist von Maniparas. Antidepressiva, sagt ihr? Das hätte ein Desaster werden können. Ja, der hatte ja Fläschchen vertauscht aus Versehen. Der örtliche Alchemist hatte dem guten Geolus aus Versehen Antidepressiva gegeben. Danke, Deva, dass ihr die Sache gerade gerückt habt. Sorgt euch nicht, ich habe noch keinen Tropfen aus diesen Flaschen angerührt. Wünscht ihr etwas? Was soll ich, der Sumpf? Die Wasserproben, die im Wald gesammelt wurden, sind in Sanctum untersucht worden. Jetzt liegt uns ein Ergebnis der Untersuchung vor. Offenbar war Meslamtedas Blut die Ursache für die Verseuchung. Aus Sanctum ist ein renommierter Umweltforscher, Lepios, angereist. Er ist seit gestern Morgen zum Giftsumpf gegangen, um dort das Gegenmittel zu verbreiten, das in Sanctum hergestellt wurde. Allerdings ist er noch nicht zurückgekehrt. Würdet ihr bitte Lephios suchen gehen? Wir haben seit gestern nichts mehr von ihm gehört. Es gibt noch etwas, das ihr wissen solltet. Das ihr wissen solltet. Meine Güte, heute habe ich, glaube ich, einfach schon zu viel vorgelesen. Meslamtedas Blut ist ein Gift, das vor langer Zeit im Tempel der Freiheit von Kate und Garnis hergestellt wurde. Es ist ein so mächtiges Gift, dass es in kurzer Zeit Seuchen verursachen kann. Oha.
Wie ein solch starkes Gift bis nach Vertaron gekommen ist, weiß ich jedoch nicht. Gut, gut. Neue Quests erhalten. Jetzt muss ich gerade mal einen Blick auf die Karte werfen. Puh, da ist ja noch einiges auch, ja. Dann würde ich sagen, haben wir denn die Quest schon erledigt von dem Angeber? Das machen wir später. Ebenso das. Ich muss mich hier gerade mal ein bisschen orientieren. Das haben wir fertig. Das können wir noch abgeben. Giftsäcke. Okay. Dann machen wir auf jeden Fall noch die Quest von dem kleinen Angeber hier. Da brauchen wir jetzt noch 4. 4 Schwänze von diesem Tox. Jetzt ruckelt es bei mir hier gerade sehr. So, da bin ich wieder mit etwas Verspätung. Ich musste einen Neustart machen. Jetzt hoffe ich, dass das alles wieder funktioniert. Ich denke, das ist, weil die Server zusammengeschlossen wurden. Eben hat es schon wieder kurz geruckelt. Ich denke, nach der Quest werde ich auf jeden Fall die Folge beenden. So, jetzt brauchen wir auch nur noch einen Schwanz. Und dann haben wir es geschafft. Wunderbar. Dann können wir den direkt wieder abgeben. Oh, jetzt werde ich noch angegriffen. Aber nicht so tragisch. Da laufen wir jetzt einfach weiter. Hier müssen wir eine Quest abgeben und... Moment. Ah, genau, hier, Ballostes. Sind die immer noch hinter mir her? Der eine haut ab und der... Okay. Der war sich nicht ganz sicher, ist aber dann doch geflohen. Was, ihr seid schon zurück von der Jagd? Habt ihr den Tox und den Plumas gezeigt, wer der Herr im Hause, Walde ist? Bitte sehr, großer Jäger. Ich wusste, dass ihr es tun würdet. Natürlich halte ich mich an meine Abmachung. Oh, und bitte erzählt keinem davon. Wenn Naya davon hört, dann habe ich nie wieder Ruhe. Okay, ich werde schweigen wie ein Grab. Da geht es ja weiter hier in den Südwald rein, in das Kragenechsen-Habitat. Dann würde ich sagen, gehen wir aber noch nach Tolbas. Ich bin jetzt mal faul und teleportiere mich. Da können wir ja noch eine Quest abgeben, die mit den Eiern. Dann ist unser Questlog schon wieder ein Stückchen leerer. Und in der nächsten Folge gehen wir dann weiter in den Wald hinein. Da oben ist Eradis, der Dorfkoch. Ne? Lasst euch ruhig Zeit. Hallo. Ah, ich merke schon, ihr seid eine Kennerin der feinsten Delikatessen. Aber habt ihr schon die feinste überhaupt probiert? Eradis Spezialomelette. Es ist speziell. Es ist ein Omelette und ich, Eradis, bereite es zu. Es ist das beliebteste Gericht in der Gegend. Und das nicht ohne Grund. Gesund und lecker. Die Geheimzutat macht es möglich. Das ist für euch. Wie bitte? Hianu hat euch verraten, dass dies die geheime Zutat ist. Ich bin euch natürlich dankbar dafür, dass ihr die Eier besorgt habt, aber bitte erzählt es nicht weiter, dass ich mein Tolbas Omelette, meine Güte, mit Kragenechseneiern zubereite. Wenn andere dieses Geheimnis kennen und ihre Omelettes auch so zubereiten, kann ich sie nicht mehr so leicht verkaufen. Hier habt ihr eine Belohnung dafür, dass ihr mir die Eier gebracht habt. Dankeschön. So, keine Folgequest. Hier scheint auch keine neue Quest mehr zu sein. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge hier tiefer in den Wald vorstoßen.
Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen. Vielen Dank. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!